Chill dein Leben, Bro. Wo sind die? Und damit ein herzliches Willkommen an alle meine PlayerGaddon und Hipsters draußen zu einer weiteren Folge Let's Play Five Nights at Freddy's mit mir, den Thomas und PlayerGaddon. Jo, ich würde mal sagen, wir fangen jetzt an. Das erste Mal mit Facecam heute, Five Nights at Freddy's. Ja. Ich hoffe, es wird euch gefallen, mich mal zum ersten Mal leiden zu sehen. Demnächst werden auch noch weitere Horrorspiele kommen. Welches genau sein werden, das werdet ihr bald erfahren. Okay. Ah, fuck, ist das jetzt laut mit den Kopfhörern. Okay, hat sich beruhigt. Das ist doch sehr weiß. Jetzt müssen wir noch Freddy's. Die Nase ist muss. Foxy, so Fox müssen wir beobachten. Das ist ganz wichtig, dass wir dies in der Nacht tun. What the fuck? Ah ja, stimmt. Ich habe alles verstanden, und ihr? Also, das Telefonat, das war auch sehr hilfreich, denn... What the fuck? Alle los? Was ist hier los? Leute! Wo sind alle hin? Das wäre mal ganz nützlich, wenn die... wenn das mal sagen würden. Hallo? Die Ente? Der Hase? No. Wir müssen Strom sparen. Wir müssen Strom sparen. Ah! Mongo. Fuckometer. Da habe ich mich erschreckt, wirklich. Ich spiele gerade im... ja, am Abend, aber das merkt ihr nicht, da ich ja meine Schreibtischlampe hier angemacht habe. So. Der Hase ist weg, das ist sehr gut. Beziehungsweise die Ente. Wieso verwechsel ich die Beine immer? Ich meine, man sieht das doch, dass ein Unterschied zwischen den beiden ist. Aber nun gut. Fox. What does a fox... what the fuck? What does a fox say? Let's eat, bitches. Mal gucken, ob wir die 15. Nacht diesmal schaffen werden. Ich schätze aber nicht. Volle Concentration hier. Der Thomas muss trainieren während seiner Arbeit hier. Ein C immer auf Pirate Cove aufpassen. Pirate Cove ist ganz wichtig, dass wir auf ihn achten. Halt deine Schnauze, Freddy. Du Mon... boah, Mongole. Nein? Okay, keiner da. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Nope. Nope. What the? Da hat jemand geklopft, habt ihr es gehört? Da schon wieder. Keiner da. Wie kann man hier freiwillig arbeiten gehen? Ich verstehe es immer noch nicht, aber ist ja egal. Die 5. Nacht. Ich habe versprochen, dass wir es schaffen werden. Und daran werde ich mich halten. Oh, fucks. Was? Fucks, genau. Fucks. What the? Wow. Chill dein Leben, Bro. Wo sind die? Ah! Hä? Hä? What the fuck? Wo kommst du denn her? Alter, ich weiß nicht, wo der herkam, aber ich glaube, das war ein Fehler von mir. Weiter geht's. Alter, so früh sind wir noch nie in der 5. Nacht abgekratzt. Wir haben es bis jetzt immer bis 5 Uhr morgens geschafft oder 4 Uhr morgens. Ja, so um den Dreh, ne? Alter! Puh. Jetzt ist der Telefonat nicht da. Kommt nur, wenn man das Spiel startet in der ersten Nacht, dieses... Wisst ihr, was ich meine? Nein?
Okay. Pirate Cove. Covety Cove. Und wer zum Teufel klopft da immer, meine Güte? Diese Geräusche sind auch total verstörend und man weiß nie, was die bedeuten. Und dann noch diese Nase, die ich immer hupen will. Dann auch immer dieses Lache von 6000 Kilometern. Aber dann sind die Mechatronics so schnell und ficken unser ganzes Leben. Ein bisschen warten, Energie sparen. Okay. Momentan höre ich noch nichts. Ist vorteilhaft. Ficken. Oh! Oh! Weg mit dir, Ente. Kein Mensch will dich haben. Du Blödmann. Deine Mutter mag dich nicht. Mutter! It's me, ja. Erschreck mich nicht so, Freddy. Ich weiß, dass du da bist, aber du musst mich doch nicht immer schrecken, Mann. Du Blödmann. Okay. Weiter geht's, würde ich sagen. Motivation in der Nacht. Oh nee, Pirate Cove, geh weg. Geh dich vergraben. Kein Mensch will dich haben. Oh, vergraben, haben. Oh, ich habe eine Skype-Nachricht bekommen. Während eines Let's Plays. Egal. Juckt. Ja, so wieder da. Das Spiel hat sich gerade irgendwie von alleine aufgehangen. Wieso auch immer. Ich weiß es nicht ganz genau. Frag mich lieber nicht. Wo ist der Hase hin, Mann? Wo ist er? Ah! Diesmal bringst du mich nicht um, Kleiner. Ja. Pirate Cove? Hase immer noch da? No. Nein. Oh, geh mal weg, Hase, bitte. Ich brauche einen Strom noch. Und muss auf Pirate Cove aufpassen. Come on, Baby. Geh weg. Deine Mutter mag dich auch nicht. Oh. Nie ist gegeben, würde ich sagen. Ja, weg. Sehr nice. Sehr, 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 sehr nice. Vorhin hatten wir mehr Energie. Leider sind wir an dem fucking Hasen gestorben, Mann. An dem fucking Hasen. Dieser blöde Mongole. Man hört das, wenn die da stehen. Oh, lach nicht so scheiße, Freddy, Mann, geh weg. Go away, bitch. Freddy, where are you? Die Ente hat wieder Epilepsieanfälle. Oh nein, Freddy ist da, Mann! So, immer wenn wir danach schauen, am besten die Tür zu machen, wenn Freddy da so I'm watching you macht. Wäre nicht das erste Mal, dass das macht. Strom sparen, Strom sparen, Strom sparen. Ich arbeite bei Yellow. Strom sparen. Yay! Oder bei Eon. Fick dich, Freddy. Ah! Oh ne, Pirate Cove ist bald wieder unterwegs. Und Freddy ist von der Kamera weg. Was, wenn er hier steht? Wir machen besser die Tür zu. Ich hab Angst, Mami. Er ist weg. Sehr nice. Pirate Cove unterwegs? Nein, noch nicht. Wir haben Glück. Wir haben ein bisschen Glück. Und dieses Glück müssen wir nutzen. Er ist wieder da anscheinend. Ja. Oh nein! Komm mal gerannt, Foxy. So, Fox, Fox. Bitch. Ja, ich bin nicht da. Ich bin bei einem Lunch. Tür auf, Strom sparen. Oh, nur 34%, Mann. Das kann nicht gut enden. Das kann überhaupt nicht gut... Oh, Mann, Paracow, verpiss dich doch mal. Mongo, keiner mag dich. Du warst mal mein Lieblingscharakter, Foxy, so Fox, Fox. Aber seit ich das erste Teil, ich schwör, den ersten Teil jetzt gespielt habe, mag ich den nicht mehr, nee. Ja,
Ja, geh weg, du Mongo. Oh, Manometer. Ja, ist weg, 4 Uhr morgens, nicht mal 4%. Ich glaube wieder nicht, dass wir es schaffen werden. Wir werden wieder so circa bei 5 Uhr morgens getötet. Irgendwo steht er wieder, ja. Oh nein! Double würde ich sagen. Foxy wieder anlaufen lassen. Butch. Fuck, Alter. 5 Uhr morgens, 12% bei 4 Uhr ist ein bisschen schwach. Nein! Ah, Freddy! Jo, ich würde sagen, das war's dann für den heutigen Part. Das. Oh, ich habe meinen Popschutz irgendwie verrückt. Jo, ich würde sagen, das war's dann für den heutigen Part. Ich versuche das alles zu realisieren, was gerade irgendwie passiert ist. Wir werden Montag wieder weitermachen. Ich hoffe, die Wartezeit wird nicht allzu schlimm. Wir planen auch demnächst mal wieder einen Stream, also. Wird schon laufen. Ja, dann würde ich sagen, das war's dann für die heutige Folge von Five Nights at Freddy's. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch euch einen Daumen nach oben da. Wenn ihr kein Five Nights at Freddy's mehr verpassen wollt, lasst doch ein Abo da und werdet PlayerGaddonHipsters. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und die PlayerGaddonHipster-Faust natürlich nicht zu vergessen.